All the Young Dudes. Kapitel 22. The Rise and Fall from Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Madame Pomfrey war entsetzt über den Zustand von Remus abgemagerten, ramponierten Körper, als er schließlich zu ihr kam. »Was hat diese Frau mit dir gemacht?« keuchte sie wütend. »Oh nein, das habe ich alles selbst gemacht«, entgegnete Remus trocken. Die Krankenschwester schnalzte verärgert mit der Zunge und löste einen weiteren Verband. »Ja, aber sie hat kaum etwas getan, um dich zu behandeln. Ich hatte keine Ahnung, dass die Muggelmedizin so primitiv ist. Das sind magische Wunden, die brauchen magische Pflege.« Remus nickte müde. Er hatte sich inzwischen an das Gemetzel gewöhnt, der Schmerz hatte sich wie eine schwere Last auf seine Schultern gelegt. Eine Last, von der er dachte, dass er sie wahrscheinlich einfach ertragen musste. Das Leben war voller Einschränkungen, er hatte einfach mehr als andere. Vielleicht war das der Grund, warum er sich so zu James und Sirius hingezogen fühlte. Madame Pomfrey wollte ihn über Nacht im Krankenflügel behalten, aber er lehnte mürrisch ab. In 2 Wochen war Vollmond und er wollte so oft wie möglich in seinem eigenen Bett schlafen. Er ging langsam zum Gemeinschaftsraum zurück, obwohl er sich so gut fühlte wie seit einem Monat nicht mehr. Madame Pomfrey hatte ihm einen Zaubertrank verabreicht, der ihn locker und behaglich machte und ihm eine angenehme Benommenheit verlieh. An einen ruhigen Nachmittag war jedoch nicht zu denken. Denn als Remus den Schlafsaal erreichte, fand er Sirius auf seinem Bett sitzen vor, den Plattenspieler und brandneue Alben um sich herum ausgebreitet. »Lupin«, er strahlte aufgeregt, »das musst du hören.« »Merlin sei Dank, bist du hier«, stöhnte James von seinem Bett aus, wo er in einer Quidditch-Zeitschrift blätterte. »Er schwärmt schon den ganzen Sommer von diesem einen Muggelsänger. Er ist kein Muggel.« Sirius stieß die Hände in die Hüften. »Er muss ein Zauberer sein, das muss er sein. Du solltest mal sehen, was er für Kleidung trägt.« Remus durchquerte den Raum und hob die Plattenhülle auf. Er lächelte, leicht überrascht. »Oh, Bowie. Ja, ich mag ihn. Ich glaube aber nicht, dass er ein Zauberer ist.« Sirius wirkte leicht enttäuscht, da Remus schon von ihm gehört hatte, und Remus erklärte eilig, »Ich habe Starman schon oft im Radio gehört, aber niemand in St. Eddies hat das Album.« Besänftigt legte Sirius die schwarze Scheibe, die er in der Hand hielt, auf den Plattenteller und fixierte die Nadel an ihrem Platz. James seufzte tief, stand auf und verließ den Raum, die Zeitschrift unter dem Arm. Sirius ignorierte ihn und beobachtete Remus' Gesicht gespannt, als der langsame Trommelschlag begann. Remus setzte sich auf die Kante des Bettes und schloss die Augen, um zu lauschen. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left of crying. Es war nicht dasselbe wie Electric Warrior, es war düsterer, stimmungsvoller. Remus gefiel es sehr gut. Es gab eine Geschichte darin, obwohl er noch nicht sicher war, ob er alle Teile verstanden hatte. Als schließlich die letzten Takte von Rock'n'Roll Suicide nachhalten, hob Sirius die Nadel und schob sie zurück. »Hör dir nochmal Suffragette City an, das ist mein Lieblingsstück.« Remus lächelte, das hätte er sich denken können. Es war laut und unanständig und man konnte dazu tanzen. »This mellow tight chicks just put my spine out of place.« Er selbst fand Moon Age Daydream am besten, weil es so seltsam und abgefahren war. Oder Lady Stardust, denn aus irgendeinem Grund erinnerte es ihn an Sirius. His long black hair, his animal grace, the boy in the bright blue jeans. Remus verwarf diese Gedanken schnell wieder, denn er war sich sicher, dass Sirius das zum Brüllen komisch finden würde. Nachdem sie das Album ein zweites Mal ganz durchgespielt und dann ihre Lieblingsstücke noch einmal angehört hatten, war es fast Zeit für das Abendessen. Sie saßen im Schneidersitz auf dem Bett und blätterten im Begleitheft des Albums. »Vielleicht ist er ein Zauberer«, räumte Remus verträumt ein. »Er ist nicht wie ein normaler Muggel.« »Hab ich doch gesagt«, grinste Sirius triumphierend. »Ich werde mir auch noch mehr von ihm besorgen, alle seine Alben.«
T-Rex hatte ein neues, sagte Remus. Slider. Cool, ich wünschte, Mrs. Potter hätte uns erlaubt, die Winkelgasse zu verlassen. Ich habe sogar etwas Muggelgeld aus Gringotts geholt. Was ist die Winkelgasse? Fragte Remus, obwohl er glaubte, durch die Briefe des vergangenen Sommers eine ungefähre Vorstellung davon zu haben. Sirius' Augen weiteten sich, wie immer, wenn Remus seinen schockierenden Mangel an Zaubererwissen demonstrierte. »Verdammt nochmal, Lupin«, tadelte er ihn. »Das ist eine Zaubererstraße in London. Muggel kommen da nicht rein, wie in Hogsmeade.« »Oh, richtig.« Für Remus klang das nicht besonders aufregend. Einkaufen war langweilig. »Woher bekommst du all deine Sachen?« »Welche Sachen?« »Schulsachen, deine Bücher, deine Umhänge.« Sirius' Augen wanderten zu den ausgefransten Manschetten von Remus' schwarzem Schulumhang. Seine eigenen waren nagelneu, tadellos verarbeitet und etwas besser geschnitten als die der anderen. »Gebraucht, glaube ich«, antwortete Remus. »Dumbledore schickt sie. Ich weiß nicht, wie ich zu einer Zauberstraße hinkommen soll. Ich darf nicht alleine nach London.« »Nächsten Sommer«, sagte Sirius entschlossen, »musst du mit zu James kommen und dort bleiben. Dann können wir dich in die Winkelgasse bringen. Es wird dir gefallen.« »Du weißt, dass ich das nicht kann«, sagte Remus leise, ohne Augenkontakt herzustellen. »Wir kriegen das schon hin«, meinte Sirius voller Zuversicht. »Wir sprechen mit Dumbledore, McGonagall, dem Zaubereiminister, wenn es sein muss.« Remus zwang sich zu einem Lächeln und tat so, als würde er Sirius glauben. »Ja, toll. Danke, Black.« The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars wurde in den nächsten Wochen der Soundtrack des Schlafsaals der Gryffindor-Jungen. Bis sogar James, der absolut unmusikalisch war, mitsummte. Remus hatte sich in seinem ganzen Leben noch nie so zufrieden und wohlgefühlt. Er war weg von St. Edmunds, weg von den grauen Hemden und der Oberen und den verschlossenen Zimmern und den gestörten Jungen, die ihn verprügeln wollten. Er war nicht mit Verbänden bedeckt, zumindest im Moment, und bis zum Beginn des Unterrichts am Montag hatte er so viel Zeit, wie er wollte, um zu lesen, Musik zu hören und mit den Rumtreibern herumzualbern. Er verbrachte die meiste Zeit damit, die Schulbücher für dieses Jahr zu lesen und die Sommerhausaufgaben zu erledigen, die ihm aufgegeben worden waren. Wie ein ausgehungerter Mann verschlang er jede Information, die ihm vorgelegt wurde, und holte sich sogar weitere Bücher aus der Bibliothek, um weiter zu recherchieren. Er musste auch einige Gespräche mit James führen, bevor er ihn davon überzeugen konnte, dass er nicht in der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor mitspielen wollte. Remus begnügte sich damit, mit seinem Buch auf den Zuschauertürmen zu sitzen und gelegentlich aufzublicken, um die anderen drei Jungen zu beobachten, die auf ihren Besen hin und her flogen. Sie waren alle sehr gut, aber es war selbst für Remus offensichtlich, dass James der Beste von allen dreien war. Er sah nicht einmal so aus, als bräuchte er den Besen. Der schwarzhaarige Junge schwebte wie ein Turmfalke, seine Kurven waren geschmeidig, seine Sturzflüge ekelerregend scharf. Remus hatte in seinem ersten Jahr nicht viele Quidditch-Spiele besucht, aber er war sich sicher, dass James sich einen Platz in der Mannschaft verdienen würde. Sirius war in seiner Flugtechnik viel angeberischer. Es fehlte ihm weniger an James' Geschicklichkeit als an dessen Disziplin. Black schien sich leicht zu langweilen. Wenn er wollte, konnte er zwar ziemlich schnell fliegen, aber er war häufig mehr daran interessiert, Loopings zu fliegen und gefährliche Ausweichmanöver zu starten, als Quaffle zu fangen oder Klatscher abzuwehren. Er brauchte James, der ihn alle paar Minuten anschrie, um sich auf das Spiel zu konzentrieren. Peter war nach einem Sommer voller Training sehr kompetent, aber er war über weite Strecken recht langsam. James beschloss, dass er vielleicht besser als Hüter geeignet wäre. »Du tust so, als ob du das ganze Team selbst auswählen könntest«, meinte Sirius verärgert, als sie nach einem Training zurück ins Schloss gingen. »Das sollten sie mich lassen«, James zuckte mit den Schultern, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. »Ich bin besser als mindestens die Hälfte des aktuellen Teams und du bist besser als die beiden Treiber. Und ich kenne mich mit Taktik aus. Versuch einfach nicht zu schockiert zu sein, wenn sie dich nicht zum Kapitän machen.« Sirius rollte mit den Augen. »Du bist immer noch ein Zweitklässler. Letztes Jahr gab es überhaupt keine Zweitklässler im Team.« »Hab ein wenig Vertrauen, Black.« James zwinkerte und legte seinem Freund den Arm um die Schulter. Sie schritten gemeinsam voran, die Besen in der Hand.
Die Sonne ging hinter ihnen unter und ließ alles in einem gleißenden Licht erstrahlen, das die beiden dunkelhaarigen Jungen in heldenhaftem Gold beschien. Remus sah ihnen hinterher, schwer beladen mit seinen Büchern, und dachte, dass sie wahrscheinlich alle ein wenig überrascht sein würden, wenn James nicht genau das bekam, was er wollte.